Guten Abend, meine Damen und Herren. Soeben ist uns eine Meldung reingekommen, dass die Warnow-Souveränität einen Angriff auf das neue Konglomerat gestartet hat. Sie sehen hier unseren Kameramann einfliegen. Die Warnow-Souveränität hat bereits eine starke Fahrzeugfront aufgebaut. Und es sind im jetzigen Stande 400 Soldaten um dieses Gebiet hier im Einsatz. Und das aber auch nicht ohne Grund, denn die Warnow-Souveränität möchte das Technologiegesetz auf Emmerich durchsetzen. Und dafür benötigt die Warnow-Souveränität eine Mehrheit der Gebiete, um eben das Gesetz im Parlament durchzusetzen. Wenn das Technologiegesetz tatsächlich durchgesetzt werden sollte, wird das schwere Konsequenzen haben. Einerseits werden alle Soldaten der gegnerischen Fraktion und auch der Warnow-Souveränität verpflichtet, einen Chip eingesetzt zu bekommen. Und somit kann die Warnow-Souveränität alle Soldaten kontrollieren und auch beeinflussen. Natürlich würde das auch der Terranischen Republik zugutekommen, denn diese Fraktion ist natürlich auch auf Kontrolle aus. Jedoch bekommt die Terranische Republik natürlich nicht die Informationen der Chips, sondern nur die Warnow-Souveränität. In ihrer Rede zeigt sich die Präsidentin des neuen Konglomerats sehr besorgt. Sie meint, die Freiheit der Menschen sei gefährdet. Das Konglomerat würde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Warnow-Souveränität aufzuhalten. Und wie wir soeben auf den Live-Bildern sehen, scheint die gut organisierte Warnow-Souveränität hier von oben mit leichten Angriffseinheiten zu kommen und die Fahrzeugfront des neuen Konglomerats zurückzudrängen. Wir haben jetzt schwere Verluste hier auf Seiten des neuen Konglomerats. Und ich denke mal, die Warnow-Souveränität wird hier in Kürze weiter vordringen können. Und das sieht wirklich nicht gut aus. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem vorherigen Thema. Der Präsident der Warnow-Fraktion hingegen meint in seiner Rede, das neue Konglomerat müsse der Realität endlich ins Auge sehen. Es bringe nichts, sich vor Entwicklung, Fortschritt und Modernisierung zu verstecken, so der Präsident der Warnow-Fraktion. Wir sehen soeben den Kampf von einer anderen Perspektive. Die Front des neuen Konglomerats wurde nun vollständig zurückgedrängt. Die Warnow-Souveränität hat hier sehr gute Arbeit geleistet und wir haben schwere Verluste auf beiden Seiten erlitten. Und nun steht jedoch auch die VS vor einer sehr großen Hürde, denn der Generator muss erst einmal zerstört werden hier, um weiter vorzudringen. Wir sehen das blaue Schild, das schützt das neue Konglomerat und wir haben hier ein bergiges Gelände und so kann die Warnow-Souveränität nicht mit Fahrzeugen in diese Einrichtung hier eindringen, solange der Generator noch das Ganze hier schützt. Also jetzt wird es wirklich ernst und wir sehen, dass das neue Konglomerat hier weiterhin das Ganze gut hält und auch nochmal die Präsidentin des neuen Konglomerats meint, sie werden nicht so schnell aufgeben und nicht zulassen, dass die Menschen Chips eingesetzt bekommen, denn das hat nichts mehr mit Demokratie und Freiheit zu tun. Wir sehen jetzt hier gut auf den Bildern, wie das neue Konglomerat weiterhin Ressourcen aufgefahren hat und eine relativ starke Front an Fahrzeugen, vor allen Dingen Sunderern, hier hinter diesem Schild aufgebaut hat. Und vielleicht wird das jetzt der Anfang von einem Gegenschlag gegen das, beziehungsweise gegen die Warnow-Souveränität. Und wir sehen, es trauen sich bereits wieder Soldaten aus dieser Einrichtung raus und soeben kommt uns die Meldung rein, dass die Präsidentin des neuen Konglomerats den Gegenanschlag genehmigt hat und somit wird jetzt die Warnow-Souveränität starke Probleme bekommen, denn sie hat keine weiteren Fahrzeuge mehr zur Verteidigung hier draußen stehen und wir sehen jetzt gerade hier aus der Perspektive, dass bereits schwere Verluste auf Seiten der Warnow-Souveränität erlitten wurden und der elementare Spawnpunkt der Sunderer, der Warnow-Souveränität, der wird jetzt hier gerade zerstört von dem neuen Konglomerat. Die schweren Angriffseinheiten, ja, zerstören nun diesen Sunderer mit Raketenwerfern und somit ist der Angriff der Warnow-Souveränität so gut wie gescheitert. Wir sehen hier wahnsinnig viele Verluste und eine relativ starke Fahrzeugfront, die nun hier aus dieser Einrichtung des neuen Konglomerats wieder hervorfährt. Die Warnow-Souveränität hat jedoch noch eine Construction Base aufgebaut, um nun diesen Gegenschlag aufzuhalten. Natürlich ist die Warnow-Souveränität weise und hat da gut mitgedacht. Doch natürlich habe ich jetzt hier so Bedenken, wenn ich diese Auffuhr an Fahrzeugen sehe, ob die Construction Base da irgendetwas machen kann. Und wie wir jetzt hier schon sehen,
von unserem anderen Kameramann kann die Construction Base nicht gehalten werden. Das Schutzschild wird soeben zerstört und somit kann das neue Konglomerat weiter vordringen. Somit besitzt jetzt die Warnow-Souveränität nicht genug Gebiete auf Emmerich, um eine Mehrheit im Parlament für das Gesetz zu erreichen. Der VS-Präsident zeigt scharfe Kritik an dem neuen Konglomerat. Das NK hätte jegliche Art von Weisheit verloren. In ihrer Siegerrede hält die NK-Präsidentin jedoch dagegen und benennt diesen Tag als einen Tag der Demokratie und Gerechtigkeit. Laut einer aktuellen Umfrage lehnen die Menschen ebenfalls zu 60% klar das Technologiegesetz ab, 30% hingegen sprechen sich klar für einen Einsatz von Chips aus. 10% der Stimmen sind sich noch nicht sicher. Das neue Konglomerat möchte mit dem Gegenangriff nun der VS weitere Gebiete abnehmen und somit die Macht und den Einfluss der Souveränität weiterhin schwächen. Somit hat am heutigen Tag die Warnow-Souveränität eine komplette Niederlage erlitten. Das neue Konglomerat hat bereits das nächste Gebiet der Warnow-Souveränität komplett umsingelt. Die Fraktion hat keine Chance mehr, dieses Gebiet hier zu verteidigen, so wie es jetzt aussieht. Und damit schalten wir jetzt zurück ins Studio, wo Steve mit den Vertretern aller Fraktionen über Vor- und Nachteile des Technologiegesetzes diskutiert. Ich melde mich natürlich wieder, wenn es wichtige Ereignisse von Auraxis geben sollte.